Gut, dann reden wir nicht lange rum und fangen wir an mit der Mission 19, das Angesicht des Dämons. Ohne Ladescreen. Warum habt ihr mein Kind getötet? Ich frage erneut, warum habt ihr mein Kind getötet? Weil du meine Mutter getötet hast. Also war es Rache? Ich verstehe. Es war mehr als nur das. Oh. Für die Freiheit. Freiheit? Ihr scheint alle Freiheit zu haben, die ihr braucht. Die Freiheit, meinen Erben zu töten. Ich meine nicht meine Freiheit. Die Freiheit der Menschheit. Menschheit. Und was glaubst du, würde die Menschheit wohl mit Freiheit tun? Als ich kam, hatten sie die. Was denkst du, haben sie damit angestellt? Gekämpft, getötet, gehungert. Ich brachte ihnen Wohlstand. Ich brachte Struktur. Was hast du gebracht? Außer Gewalt, Krieg, Tod. Weißt du was, Mundus? Du hast recht. Es war nicht für die Menschheit, es war Rache. Ich muss dir sagen, dein Kind so zu töten, zu sehen, wie es in kleine Teile zerfetzt und zu hören, wie du wie eine deiner Dämonenschlappen schreist. Unbezahlbar. Was hast du getan? Lass mein Bruder in Frieden. Geht's dir gut, Tante? Hast dir viel Zeit gelassen. Gern geschehen. Du
dich bereit, Tante. Wenn wir ihn töten? Ja, das Höllentor ist zu. Ihr werdet nur sterben. Niemand! Hast du einen Plan? Siehst du sein Auge? Ja. Sein Dämonenkind hatte sowas. Damit sollten wir anfangen. Okay, wir müssen es aufkriegen. Ich bin Mondus. Du bist ein Arschloch! Beschäftige ihn. Ich versuche, sein Auge zu öffnen. Greif ihn nicht an. Bleib einfach am Leben, bis ich sein Auge freilege. Wow. Jetzt wird's ernst. Klasse gemacht. Der ist aber recht zerbrechlich. Dante, hast du das gesehen? Ja, ich seh's. Er steckt noch immer da drin. Irgendwie müssen wir es hineinschaffen und ihn töten. Komm schon, gehen wir. Gut, dann machen wir mal den Mundus platt. Und endlich tut mal der Virtual auch was Gescheites. Statt immer nur da zum Stehen und nichts zu tun. Warum war sein Körper da drin? Mundus ist mit seinem physischen Körper verschmolzen. Deshalb muss er ihn beschützen. Also wenn wir seinen Körper finden... Töten wir Mundus. Gut, dann finden wir mal diesen Körper. Und machen wir ihn platt. Hast du schön gemacht, Virgil. Okay. Der Faust. So. Da ist er ja. Wieder alles allein machen. Verdammt. Oh Mann. Ich kann hier einfach so rumstehen. Ach, da drüben. Gott sei Dank. Schon. Nein. Mach's kaputt, Dante. Hau drauf.
komm schon. Komm her, du fettes Stück. Reiß dir die Arme raus dem Mundus. So. Das zieht nichts mehr ab. Schnell, Dante. Gut. Verdammt. Na komm her, steck deine Ärmchen aus. So. Verdammt. Ha. Der erste Arm ist mal Geschichte. Gut, ich mache ihn von draußen kaputt und Virgil greift innen an dann. Sehr gut. Na komm, streck das Ärmchen aus. So. Jetzt bist du armlos. Und anscheinend gleich sprachlos. Gib's ihm, Virgil! Okay. So, Modus. Alter! Was wird denn das? Ja, verdammt! Du kriegst auf die Fresse, Mundus. So, Mundus ist jetzt endgültig Geschichte. Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. So, die Welt ist gerettet und komplett am Arsch. Na, super. Gibt's jetzt in Devil May Cry auch schon Facebook oder was? Oh, Mann. We have awoken. Wir sind erwacht. Für die, wo kein Englisch können. Aber das glaube ich eh nicht, dass das keiner kann. So, Mission abgeschlossen.
Triple S. Okay. Nur eine Verbesserung, das ist ja auch schlecht. Nächste Mission? Okay. Das Ende. Okay. Gut, dann machen wir das auch mal gleich, würde ich mal sagen.